Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outer Wilds. Wir sind deshalb jetzt schon gerade zugange am Tun und am Wegfliegen, weil wir haben heute ja zeitintensive bzw. zeitkritische Aufgaben, bzw. eine Aufgabe jetzt erstmal, nämlich erstmal zum Glutzwilling möglichst schnell hin. Und dann, also wirklich möglichst schnell, nur nicht sterben, aber wenn es geht, einigermaßen fix runter. Und dann schnell in die Stadt rein. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang mit der Kanone. Komm, go, go. Alter. What the fuck? Ich overshoote unfassbar. Okay, das könnte schon schlecht werden wieder. So, und patsch. Au, hat ein bisschen wehgetan, macht nichts. Los geht's. So, der Eingang ist genau hier. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit der Sand nicht kommt. Beziehungsweise noch nicht, wenn wir ihn nicht wollen. Oh, das war knapp, aber es hat uns ein bisschen Zeit gespart, denn wir wollen jetzt erstmal, beziehungsweise erstmal und erstmals in den untersten Teil der Stadt. Machen wir dafür hier mal Licht. So, und jetzt abwärts. Ja, genau. Da, hier gibt's nix. So, Hochenergielabor, 400 Meter. Na, da bin ich mal gespannt. Da geht das Kabel auch hin. Anglerfischhülle und das alles machen wir schon noch, aber das war mir jetzt persönlich mal ein Anliegen. Wir folgen einfach mal dem Kabel. Oh shit, okay, wir brauchen einen anderen Weg. Wo ich nicht weiß, Alter. Alter, wie sollen wir denn dort drüber? Außer wenn das halt wirklich schon mit dem Sand hier quasi voll ist. Oder gab es irgendwo eine Abzweigung? Ach, hier! Nein. Ich glaube, da war ich gerade schon. Nee. Kann es sein, dass man hier wirklich warten muss, bis der Sand ein gewisses Level erreicht hat? Und vorher kommt man nirgendwo hin? Ja, weil hier ist der Eingang. Scheiße. Ja, das heißt, man muss hier offenbar warten oder ich bin zu dumm, beziehungsweise ich werde ja von diesen Sanddingern, von den Sandfällen, sage ich jetzt mal, runtergedrückt. Ich versuch's einfach mal. Okay, ja. Nee, das funktioniert so nicht. Definitiv nicht. Das heißt, man muss hier warten, bis man sogar über die Kakteen drüber kommt. Das heißt, wir hätten uns gar nicht so stressen müssen. Alternativ natürlich finden wir in dem Hochenergielabor einen anderen Eingang, außer hier rum, wo man nicht warten muss, um ein bisschen wahrscheinlich länger exploren zu können, schätze ich mal. Aber ja. Aber das heißt, man hat doch ein bisschen Zeit, sich hier die unteren Level der Stadt anzuschauen. Nicht ewig viel, aber zumindest ein bisschen was.
Ich frage mich ja, weil ich habe hier postuliert, dass man eventuell das abschalten kann, den Sand. Ob hier dieses große, hier fast wie eine Blume aussehende, wie eine sehr seltsame Blume zugegebenermaßen. Aber ob wir mit diesen Dingen da durchkommen. Da drumherum kommen, dass der Sand uns alles blockiert. Ja. Mit durchkommen meine ich jetzt eigentlich nur, dass ich hier endlich durch will. Wir müssen kurz warten, bis die stacheligen Kakteen hier bedeckt sind und dann schnell durch. Okay, go, go. Ah, okay. Das Kabel geht ein bisschen. Ah, hier ist das Hochenergielabor. Alright, alright. Gibt's hier eventuell den Zugang zum Anglerfischfossil? Ich schätze mal nicht, weil das in der anderen Höhle war. Oh, kommt man hier eventuell? Ich mach mal hier den Scout hin. Wir schauen, ob man da eventuell andersrum reinkommt. Komm, oh, Moment. Warte, Moment, ist da Geistermaterie? Ich glaube, da ist Geistermaterie. Oh shit, wie kommt man denn da dann ran? Man hätte wahrscheinlich da weiter gemusst, oder? Oh shit. Okay, verdammt mich, das habe ich nicht kommen sehen, sage ich dann mal so. Aber wir haben offensichtlich ein bisschen Zeit für das Hochenergielabor. Man hätte da wahrscheinlich einfach, wo ich den Scout hingeschmissen habe, tatsächlich weitergemusst. Aber kann man ja nicht ahnen. Ich wollte gerade sagen, finden wir jetzt einfach den Scout und schauen wir, ob wir da schneller sind. Aber der Scout ist ja jetzt weg. Aber dadurch, dass man dann doch ein ganzes Stückchen nach oben geht, bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich möglich sein wird, dass man... So, jetzt nur nicht verschätzen. Dass es möglich sein wird, dass man... Ja, ein bisschen schneller. So. Genau, hier, das wird das Hochenergielabor sein, nehme ich jetzt mal stark an. Hier ist so der sandige Kern, aber das bringt mir halt nichts. Ich meine, diese ganzen Brücken und so kann man sich natürlich auch anschauen. Alter. Okay, ist ein bisschen eng. So, Eingang. Ich glaube tatsächlich übrigens, dass das der schnellste Eingang ist. Also ich bin mir, das kann mir natürlich nicht hundertprozentig sicher sein aktuell noch. Aber... Was sollte denn schneller sein? Beziehungsweise welcher Weg sollte denn durch irgendwelche Sachen schneller sein? Weil ich meine, du fliegst hier zur Schwerkraftkanone und wir sind schon da. Also ich wüsste nicht, was schneller sein sollte überhaupt, theoretisch. So, und jetzt... Oh, shit. Genau.
Jetzt gehen wir mal von unten hoch. Also hier gibt's nur das. Wir öffnen das mal und schauen, ob es hier noch irgendwas anderes gibt von Interesse. Aber tendenziell haben wir hier schon geschaut. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und hier in den Regalen ist auch nichts. Hier sind wir schon oben. Nee. Das heißt, hier zum Hochenergielabor müssen wir offenbar wirklich einfach dort weiter. Und hier bei den Treppen gibt es eigentlich auch nichts so großartig Interessantes. Das nächste Interessante ist eigentlich das hier. Und das hier ist, glaube ich, der Eingang. Oh, zur Trittsternhöhle, stimmt. Aber ich will jetzt erstmal das Hochenergielabor mir anschauen. Es ist noch nicht wirklich eine Sandmenge da. Und genau, für die Trittsteinhöhle müssen wir ja zuerst durch die Tür mit dem Anglerfossil. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich schaue auch nochmal sicherheitshalber hier hinter. Nicht, dass wir hier was übersehen, aber... Nee. Es ist halt wirklich ein bisschen ärgerlich, dass man hier nicht irgendwie drumherum kommt. Oder Moment, kommt man hier nicht drumrum? Sind wir hier das gerade bypassed? Nee, haben wir nicht. Ich meine, der Sand ist jetzt schon ein bisschen weiter oben als vorhin, weil wir ein bisschen länger gebraucht haben. Aber mich wundert es echt, dass es hier keine... Ha? Okay, hier ist eine andere Tür, die da so Treppen runterführt. Das merken wir uns mal. Aber ich hatte gerade ein bisschen Angst, da zu warten, bis das wieder sichtbar ist, welcher Eingang das hier ist, vor allen Dingen, was da steht. Aber wir merken uns da, wo so ein paar hier im Rot der Felsen gehaltenen Treppen runtergehen. Da geht es prinzipiell nur hier in die Höhle runter, wo es auch zum Hochenergielabor geht. So, da. Verbrauchen wir da eigentlich... Ne, wir verbrauchen da eigentlich nichts mehr als sonst. Au. Okay, das ist vielleicht nicht so intelligent. Ich glaube, man kann sich hier ruhig die Zeit nehmen, zu warten, bis die vollständig bedeckt sind. Und zwar, das müsste ja sein. So, jetzt. Alter, willst du mich verarschen? So, da. Hierüber. Dann hier hinten. Nee, nee. Okay, Gott sei Dank. Ich frage mich, ob hier noch was ist, aber... Also, wenn da noch kein Sand ist. Aber ich weiß nicht, ob wir das jemals sehen würden. Und ist hier ein anderer Zugangspunkt? Also, merke... Ich meine, theoretisch... Ja, da ist Geistermaterie, die hat uns gekillt. Das ist hier so eine Art... Es ist in diesem Sandding, in dieser Sandgrube. Und jetzt kommen wir hier so rum da hoch. Hoffentlich ins Hochenergielabor. Sehr gut. Das ist schon mal nice. Okay, ich weiß nicht genau, was das macht. Deswegen mache ich es mal nicht. Oh ja, und das hier ist dann garantiert diese Blume. So. Okay, ich weiß nicht, was das hier alles macht. Wir schauen einfach mal.
Aufzeichnungen zeigen, dass normal bereits... Moment. Ist es hier eingeschaltet, dass das jetzt hier... das müsste hier sein, oder? Tastenhinweise, Text, Zeit beim Lesen, Anhalten, Übersetzungsmodul. Genau, das war mir gerade wichtig. Aufzeichnungen zeigen, dass Nomai bereits sehr kurz vor dem Verlassen der Weißlochstation am Warp-Empfänger des bröckligen Kraters angekommen sind. Raimi und ich entwickeln ein Experiment, um zu testen, ob das ein echtes Phänomen oder ein einfacher Messfehler ist. Ja, das haben wir schon mitbekommen, dass offenbar das Warpen tatsächlich ein Millisekunde in die Vergangenheit reisen lässt. Was vielleicht dieselbe Technologie ist, die die Nomai eingesetzt haben, die jetzt wir haben, dass wir quasi immer dieselben 20, 30 Minuten neu erleben. Beginnen wir beim Anfang. Bei unserem Versuchsaufbau wird zunächst ein kleiner Kern des schwarzen Lochs mit einem kleinen Kern des weißen Lochs gepaart, um den Aufbau der Weißlochstation nachzuahmen. Hypothese: Es ist möglich, dass ein Objekt ein weißes Loch verlässt, bevor es das entsprechende schwarze Loch betritt. Theoretisch ist das, was wir zu reproduzieren versuchen, eine negative Zeitspanne zwischen dem Eintritt in das schwarze Loch und dem Austritt aus dem weißen Loch am Zielort. Wie lange haben wir noch? Oh, das Kabel führt da sogar noch weiter. Leck mich am Arsch. Aber ich will jetzt ehrlich einmal wissen, was das hier macht. Neuigkeiten. Unser Experiment hier erzeugt eine Anomalie bei Ankunfts- und Abreisezeiten, aber Pai geht davon aus, dass es nur ein Messfehler ist. Ich versuche weiter, den Effekt zu verstärken, um es für das bloße Auge sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck haben wir beschlossen, mehr Energie hinzuzufügen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Energieversorgung der sonnenlosen Stadt als ausreichend erweisen sollte. Die gesamte verfügbare Energie wurde von der Stadt zu unserem Experiment umgeleitet. Raimi und ich werden einen neuen Test durchführen. Hypothese bestätigt. Hypothese bestätigt. Ich habe es gesehen. Pai hat es gesehen. Hypothese bestätigt. Das ist unglaublich. Das ändert alles. Was für ein grandioser Tag für das Zusammenfallen von abstrakter Theorie und praktischer Anwendung. Denk daran, Raimi. Yarrow bittet dich darum, dass wir ihm Bescheid geben, bevor wir die Energie auf das Experiment umleiten. Ich würde ihn diesbezüglich natürlich nie im Dunkeln lassen. Im Dunkeln. Versteht ihr den Joke, weil die Energie umleiten wollen? Das heißt, sie haben die Hypothese bestätigt, dass das tatsächlich so ist. Aber das wussten wir schon, oder? Wir wussten schon, dass das möglich ist. Das war im bröckligen Krater, haben die das auch probiert. Nur irgendwie anders. Das südliche Observatorium lässt fragen, ob es möglich sei, ein 22-minütiges Intervall zu erzeugen, um etwas 22 Minuten vor dem tatsächlichen Senden durch den Warp ankommen zu lassen. 22 Minuten hört sich gerade irgendwie so an, als wäre das tatsächlich sehr stark mit dem verbunden, was wir jetzt hier die ganze Zeit erleben. Wir haben herausgefunden, dass das negative Zeitintervall zwischen Start und Ankunft erhöht werden kann, indem dem Warpkern mehr Energie hinzugefügt wird. Problematisch ist, dass die benötigte Energie zur Verlängerung des Intervalls exponentiell ansteigt. Hypothese: Es ist möglich, ein 22-minütiges Intervall zu erzeugen, aber wir können derzeit nicht die erforderliche Energie bereitstellen. Und die Energie, weswegen wir diese Fähigkeit haben, kommt von der, weil die Sonnenstation aus irgendwelchen Gründen aktiviert wurde, dadurch die Supernova erzeugt wurde, aber auch wir die Fähigkeit bekommen. Raimi und ich glauben, dass es notwendig wäre, eine neue Methode der Energiegewinnung zu erfinden. Ein enormes Unterfangen, aber auch voller Spannung.
Wir würden außerdem eine fortschrittlichere Warp-Technologie benötigen, die mit dieser Energie umgehen kann. Zudem würden wir wahrscheinlich außerordentlich viel Platz benötigen, um diese beabsichtigten neuen Energie- und Warp-Technologien zusammenzubringen. Der einzige Ort entsprechender Größe wäre Zwillingsasche, also der andere Planet. Ein Unterfangen voller Spannung, sagst du? Du bist manchmal wirklich zum Schießen, Pai. Das sollte kein Wortspiel sein, Raimi. Und bitte verzichte auf den Einsatz von Geschossen jeglicher Art. Weil er sagt, du bist zum Schießen. Okay, der war echt gut. Das Projekt Zwillingsasche wird eines unserer gigantischsten, wissen wir schon, bildlich und wörtlich gesprochen sein. Für den Bau müssen wir schnell zwischen Zwillingsasche und den anderen Orten hin und her reisen können, wo sich wichtige Materialien für das Projekt befinden. Was wäre, wenn wir Warp-Türme wie den, der auf der Weißlochstation befindet, verwenden, um Zwillingsasche direkt mit allen wichtigen Orten zu verbinden? Übrigens, jeder Turm auf Zwillingsasche warpt dann zu einem anderen Planeten. Ich denke allen, die meine unpräzise Ausdrucksweise angemerkt haben, ja, die Sonne ist kein Planet. Ich denke, das wurde ausreichend klargestellt. Vielen Dank, ich benötige keinen weiteren Hinweis darauf. Wir können jeden Turm visuell so gestalten, dass er den Zielort repräsentiert, zu dem er führt. Der Turm zu den Untiefen der Riesen könnte beispielsweise wie eine Windhose aussehen und wir könnten den Turm zu Holzkamin nach dem Vorbild eines Geysirbergs gestalten. Poke, Root und ich können sofort mit der Arbeit in der Schwarzlochschmiede beginnen, die uns einige Zeit beschäftigen wird. Ah ja, weil die ja Teile vom Schwarzen Loch dafür brauchen. Schiffslog aktualisiert. Ich habe irgendwie Angst, das hier zu aktivieren, muss ich sagen. Der Sand ist noch nicht da. Oh, wäre hier einfach der einfache Eingang gewesen. Wobei, das schaut so aus, als wäre das hier kaputt. Beachte, diese Tür muss für einige Zeit geschlossen bleiben. Pai und ich führen ein Experiment durch, das auf den außergewöhnlichen Befund der Weißlochstation basiert. Neuigkeiten. Das Hochenergielabor wird nun für die Entwicklung des Projekts Zwillingsasche verwendet. Wenn du hier bist, um zu helfen oder auch nur um zuzusehen, nimm bitte den Pfad über die sonnenlose Stadt zum Labor. Ja, das heißt, hier ist dann wirklich die Tür kaputt, wenn das so nochmal gesagt wird. Raimi und ich werden dieses Experiment weiterführen, bis einer von uns, insbesondere ich, den Irrtum des jeweils anderen beweisen kann. Auch wenn es umständlich ist, kann das Labor derzeit nur über den Weg der sonnenlosen Stadt erreicht werden, ja. Das Eindringen von Sand würde unseren Aufbau stören und könnte enorme Konsequenzen haben. Wir sind uns bewusst, dass es verlockend ist, aber die Tür muss trotzdem geschlossen bleiben. Hochenergielabor. Ja, das ist dieses Teil. Aber die Kabel dort führen sogar noch weiter. Das finde ich gerade. Ich will jetzt einfach mal probieren. Die sonnenlose Stadt, 300 Meter. Ach, und hier ist das! Au. Ne, hier ist ein anderer Weg zur sonnenlosen Stadt. Okay, das werden wir uns nochmal anschauen. Ich will jetzt... Oh nein, 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 nicht darunter, nicht darunter. Wir kommen never ever... Oh, Vitalfunktion niedrig. Das heißt, wir sollten am besten jetzt nicht mehr rumspielen. Sondern hier die Tür wieder schließen. Und jetzt können wir hier geilen Shit machen, oder was? Bin ich ja sehr für. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich schätze mal, man muss das machen. Und man wird das auch machen müssen. Thank you.
Oh, da passiert dann Stuff, nehme ich einmal stark an. Also man sieht noch keinen Sand, also. Oder muss das doch geschlossen bleiben? Ferne Warpfern. Das ist das erste Mal, dass wir das machen können. Oh, und die müssen jetzt hier rein. Warum passiert denn nix? Warum passiert denn nix? Hä? Ah, wahrscheinlich habe ich falsche Warpkerne eingesetzt, nehme ich jetzt mal stark an. Oder muss das... Alternativ muss ich zuerst die Warpkerne einsetzen und dann Energie, aber das haben wir eigentlich schon. Ah, Schmutz. Wie funktioniert denn das nicht? Muss ich hier die... Muss ich hier die dunkle... Ach, ich muss eines von der Weißloch und eines von der Schwarzloch kombinieren. Oh! Oh! Der kommt wirklich kurz vorher an. Ah ja, apropos, hier war ja irgendwo... I remember. Ja, tatsächlich, hier ist irgendwo einer. Das, den müssen wir auch noch finden. Aber das ist urgeil. Das ist zwar eigentlich nur das, was wir eh schon gelesen haben, aber es wirkt trotzdem sau nice. Und so rerouten wir die Energie zur sonnenlosen Stadt. Na dann. Wir haben hier schon beide gelesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ich werde sicherheitshalber noch einmal... Ja, das haben wir schon auch. Ja, gut. Oh, die Sonne ist schon sehr rot. Oh, oh shit, wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir da noch durchkommen. Weil ich will, wenn möglich, wissen, wo es hier lang geht. Oh nein, hier ist der andere. Ja, okay, nee, hier ist nur der andere. Absturzstellenhöhlen. Okay, aber sehr interessante neue Erkenntnisse. Also nicht unbedingt neue Erkenntnisse, aber das jetzt hier mal visualisiert zu haben... Ist fast schon eine neue Erkenntnis. Das haben wir eh schon gelesen. Hier steht übrigens, Sand würde unseren Aufbau stören und könnte enorme Konsequenzen haben. Hört sich so an, als würde ich genau das wollen. Let's try, was passiert, wenn hier Sand reinkommt. Ob dann alles verbrennt oder das Universum explodiert oder was. Und ich will da auf jeden Fall drinnen sein. Komme ich da überhaupt rein? Ah.
Oh shit. So, der Sand ist gleich bei uns. Ich weiß, wir haben schon relativ wenig Treibstoff. Aber das hier müssen wir uns auch noch anschauen. Ich meine, das hier ist auch nur so eine Warp-Station. Aber das hier hinten, hier geht es ja noch irgendwo... Hier geht es ja noch irgendwo hin weiter. Runter, wenn kein Sand ist. Genau das will ich sehen. Das heißt, nächstes Mal fliegen wir jetzt zuerst hierher. Und wir haben noch die Anglerhöhle und alles. Also, wir haben definitiv noch einiges zu tun. Ja, wir können relativ easy hier mit... Warum kann ich eigentlich hier nicht fliegen? Kann ich eh. Nur der Sauerstoff als Treibstoff ist irgendwie bei weitem nicht so powerful. Was irgendwie verständlich ist, aber ja. Ich meine, hier steht ja explizit, dass der Sand unseren Aufbau stören würde. Was passiert eigentlich, wenn wir das hier machen? Oh, geil! Das fliegt da dran vorbei. Ein Moment. Ja, das war die Post. Irgendwie gefühlt jede zweite Aufnahmesession von irgendwas kommt die Post. Als ob die wissen würden, was ich hier mache, dass ich nicht gestört werden möchte. Und dann natürlich genau... Oh, genau das wollte ich. Ich möchte, dass die in die Sonne reinfliegt. Ich frage mich, was dann passiert. Ja. Und sie wird einfach instant zurückgeschleudert. Schade. Wie weit ist die Sonne jetzt aktuell noch weg von uns? Einen Kilometer von uns entfernt. Ja, leck mich am Arsch. Ich schätze mal, es wird gleich soweit sein. Ich will halt wissen, ob hier wirklich irgendwas Krasses passiert. Wir werden auch den Versuchsaufbau voll machen. Ah, mach schon. Ach scheiße, wir kommen da jetzt gar nicht mehr runter. Oh, wisst ihr, was wir machen müssten? Verheerende Konsequenzen und so. Wir müssen zwei schwarze Löcher da machen. Und die... Ne, wir müssen ein... Oh. Aber es gibt das nicht, es gibt keinen zweiten Aufbau. Wisst ihr, was das möglich wäre? Was saugeil wäre, wenn das möglich wäre. Aber ich glaube, es geht nicht. Wir machen hier... ein schwarzes Loch. Vorher gehen wir irgendwo anders hin zum bröckligen Krater oder was und haben dort dasselbe mehr. Ne, wisst ihr was? Wir können wahrscheinlich dort drüben das machen. Hier ein schwarzes Loch, Türen offen, dort ein weißes Loch und zack, sobald das kommt, reversen wir das. Wobei, wir müssen es, würden es nicht reversen, wir würden ja eigentlich nur den Sand, der hier reinkommt, wegmachen. Tja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir werden uns ganz kurz umbringen. Hier können wir übrigens... Wir können eigentlich nicht mehr fliegen. Dafür ist schon hier zu hohe Gravity. Ja, wir fliegen Richtung Sonne! Frag mich, ob wir es theoretisch darüber schaffen würden. Wir sind fast da! Wir sind gerade am Ende echt noch in die Landeanimation gekommen. Also ist es möglich, wahrscheinlich, dass wir das tatsächlich hinkriegen. Aber gut.
Ich weiß, wir haben jetzt nicht mehr lange Zeit heute in dem Part. Wobei, dadurch, dass die Post gekommen ist, ist das, glaube ich, jetzt hier, weil ich dadurch das rausgekattet habe. Ja, wir haben wahrscheinlich noch so roundabout 5 bis 10 Minuten. Aber was ich heute auf jeden Fall jetzt noch machen möchte, ist gleich zur Schwerkraft, nicht zur Schwerkraftkanone, hier zur Ding hingehen. Kommt mir übrigens vor, dass dieses nach Luft schnappen lauter ist, beziehungsweise mehr nach Luft geschnappt wird nach dem Tod, wenn wir durch Ersticken gestorben sind. Ich glaube, das ist wirklich so und das finde ich sau nice. Und vorher gehen wir ganz kurz hier ins Schiffslock. Hochenergielabor, Entwürfe der Türme und Projekt Zwillingsasche. Wurde alles aktualisiert. Schauen wir uns natürlich an. Die Nomai reproduzierten erfolgreich die zeitliche Anomalie, die zuletzt der Weißlochstation beobachtet wurde. Geworbte Objekte scheinen anzukommen, bevor sie abreisen. Die Nomai entdeckten, dass sie das negative Zeitintervall zwischen Ankunft und Abreise erhöhen können, indem sie den Warpkern mehr Energie hinzufügen. Die Nomai wollten wissen, ob ein 22-minütiges negatives Zeitintervall möglich wäre. Sie folgerten, dass bessere Technologie benötigt würde, um die notwendige Energie zu erzeugen, sowie ein fortschrittlicherer Warpkern, um die Energie bewältigen zu können. Was wahrscheinlich die Statue war, um die Energie bewältigen zu können. Zwillingsasche würde als Standort des Projekts vorgeschlagen. Entwürfe für die Türme von Zwillingsasche. Entwürfe für die Türme am Äquator von Zwillingsasche. Jeder Turm warpt zu einem anderen Planeten, obwohl die normal sofort darauf hinweisen würden, dass die Sonne eigentlich gar kein Planet ist. Jeder Turm wurde visuell so gestaltet, dass er den Zielort repräsentiert, zu dem er führt. Die Türme ermöglichen es, den Nomai schnell zwischen Zwillingsasche und allen anderen für das Projekt Zwillingsasche wichtigen Orten zu reisen. Die zentrale Kammer im Inneren von Zwillingsasche wurde mit einem extrem dicken Schutzhülle versiegelt. Die Nomai wollten eine Technologie konstruieren, die in der Lage ist, ein 22-minütiges negatives Zeitintervall auf Zwillingsasche zu erzeugen. Die Installation eines fortschrittlichen Warpkerns in der zentralen Kammer von Zwillingsasche wurde genehmigt. So, und jetzt will ich wissen, was auf dem Glutzwilling, was davon, was da jetzt neben dem Hochenergielabor für ein komischer Weg ist. Oh, Phantommond. Wir schauen weg. Und er ist auch weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Come on, come on. Ja, näher, 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 näher. Sehr, nein, nein. So. So, jetzt müssen wir nur hier das finden. Wo ist es? Das schaut irgendwie interessant noch aus. Ne, hier ist das, genau, hier ist das Hochenergielabor. Da ist irgendwie so eine kleine Plattform. Ne. Schauen wir uns alles noch an. Holy fuck, wir sliden. Okay, aber jetzt will ich wissen. Oh, Moment, was ist das? Halt! Ich will wissen, was das hier ist. Das können wir uns nicht anschauen, weil das hier zugesandet und gekaktust ist. Aber das hier ist einer der Orte, die wir sehen können von einem der anderen Planeten, weil die sind ja immer connected. Sehr nice. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das zuerst sehen möchte. Ich glaube, ich will mir zuerst das da oben anschauen. Der andere Weg. Da ich irgendwie nicht wirklich Vertrauen in meinen Anzug habe. Lass uns kurz passen. So. So, hier ist eine der Warp-Stationen. Ich frage mich, ob da jetzt irgendwas passiert, wenn wir da drauf gehen. Nee.
Na gut. So, wo geht's jetzt hier hin? Hier geht's in so einen Canyon rein. Der Canyon führt... Wow, der Canyon führt zur Absturzstelle. Nice. Das war ja mega cool. Nicht. Na gut, dann der andere Weg. Der ist auch noch eventuell interessant. So. Und habe ich recht? Ja. Von außen ist das nämlich kaputt. Das heißt, es gibt... Deswegen steht hier auch überall... Ja. Sonnenlose Stadt. Moment, da unten ist auch so eine Höhle mit Bäumen. Ha. Alles sehr interessant. Ah ja, nee, hier war ja das. Genau hier steht, müsste auch sonnenlose Stadt stehen, ja. Aber hier, was ist das? Absturzstellenhöhle. Nee, aber hier ist es nicht interessant. Glaube ich. Holy fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Holy moly. Da wäre ich wirklich fast verreckt. Ja, wir schauen uns das hier nur ganz kurz an. Ich habe aber schon eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Das hier ist einfach nur... Aber hier gab es doch keinen Ausgang, oder? Doch, hier ist das. Hier ist einfach die eine Höhle, wo auch der Anglerfischfossil war. Ja, doch, hier ist einfach das. Ja. Okay. Das heißt, so weit, so gut. Hier habe ich einfach nur, wie ich das erste Mal hier war, nicht verweilen und kehre zurück. Ja, genau. Hier bin ich einfach nicht hier hochgegangen, weil ich das da drüben nicht gesehen habe. Na gut, ich würde sagen, Vitalfunktion kritisch. Wir müssen eh einmal noch sterben. Von daher... Und wir werden noch instant von Sand begraben. Tja, dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Nächstes Mal werden wir uns schätzungsweise das Anglerfischfossil anschauen und wenn wir dann noch Zeit haben, eventuell auch noch mit dem Typen reden, wo ich nicht gerade weiß, wer hier nochmal auf Zwillingsasche war. Nicht Gabro, der war auf den Untiefen der Riesen. Boah, ich weiß es nicht mehr, wer. Ich weiß nicht mehr, wer hier sein sollte. Ich glaube, wir wissen oder haben es schon mal gehört, aber... What the fuck, einfach nur. Da ist gerade irgendwie ein komischer Komet rumgeflogen. Hä? Der ist da hinten gelandet, oder was? Ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Outer Wilds. Bis dahin sag ich Tschüss, Leute.